Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser letzten Plenumsveranstaltung, die sich mit der Frage beschäftigen wird, wie man Bürger- und Patientenperspektiven in Beratungsgremien für die Gesundheitspolitik eben auch repräsentieren kann. Und wir haben im Rahmen dieser Tagung ja schon wiederholt gehört, dass die Beteiligung von Bürgern, von Stakeholdern, von Patienten und Patientinnen ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben in der Einführung von Frau Schicktanz gehört, dass ja schon in der WHO-Deklaration für die Patientenrechte gesagt wird, dass die Patienten ein Recht haben sollen, auf allen Ebenen des Gesundheitswesens auch repräsentiert zu werden. Im Patientenrechtegesetz ist eine stärkere Einbeziehung von Patientinnen und Patienten bei politischen Entscheidungen auch vorgesehen. Und wir haben auch gestern schon eine Form gehört in dem Vortrag von Herrn Burgers mit der Bürgerkonferenz, wie man eben auch Bürger in politische Entscheidungen einbinden kann. Und auch wenn in der Überschrift des heutigen Plenums vor allem die Frage nach dem Wie steht, also wie repräsentiert man Bürgerinnen und Bürger und Patientinnen in diesen verschiedenen Gremien, soll es nicht nur um das Wie gehen, sondern neben dem Wie gibt es ja noch andere Fragen, nämlich zum Beispiel auch, warum sollten Bürgerinnen und Bürger, Stakeholder, Patientinnen und Patienten einbezogen werden, aber auch, an welchen Entscheidungen sollen sie eigentlich einbezogen werden. Und die aus meiner Sicht ganz entscheidende Frage, wer sollte denn eigentlich einbezogen werden? Wir tun immer so, als wenn Bürger, Stakeholder, Patienten so eine Gruppierung wäre, aber es macht ja einen erheblichen Unterschied, ob ich, wie wir gestern gehört haben bei Herrn Burgers, einfach Bürger, die einfach bürgerschaftlich interessiert sind, an einer solchen Bürgerkonferenz teilnehmen, oder ob ich eine Fragestellung habe, wo es zum Beispiel um Demenzvorhersage geht und dann die Betroffenen selbst direkt einbeziehe. Oder Experten, die ja auch Stakeholder sind, einbeziehe. Und diese Frage wollen wir jetzt diskutieren, wollen wir zunächst mit vier kurzen Inputs beleuchten und dann darüber ins Gespräch kommen. Und ich darf Ihnen das Plenum hier vorstellen. Gleich zu meiner Linken ist Frau Hannelore Loskiel. Frau Hannelore Loskiel ist in der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende und vertritt eben die BRG Selbsthilfe in verschiedenen Gremien, unter anderem im gemeinsamen Bundesausschuss. Und wir freuen uns sozusagen, dass Sie dann auch aus dieser Erfahrung uns berichten werden. Neben Frau Loskiel sitzt Frau Dr. Karin Jongsma. Frau Jongsma ist Medizinethikerin aus Utrecht, wie Sie dann auch an ihrer Aussprache merken werden. Sie ist aber erst seit September vor 2017 dort und war davor auch hier in Göttingen forschend tätig und hat sich genau mit diesen Fragen, die wir in diesem Plenum behandeln, eben auch beschäftigt. Also diese Fragen Entscheidungsfindung, Einbindung von Bürgern, Stakeholdern, aber auch Fragen der Biopolitik, das sind ihre Forschungsschwerpunkte. Und neben Frau Jongsma sitzt Frau Dr. Martina Wenker. Frau Wenker ist zum einen Fachärztin für Innere Medizin und Lungenheilkunde und sie ist eben auch Präsidentin der Landesärztekammer Niedersachsen und sie waren, ich glaube, von 2011 bis 2019 auch Vizepräsidentin der Bundesärztekammer und engagieren sich auch sehr, gerade auch für diese ethischen Fragen und auch gerade die Beteiligungen von Patientinnen und Patienten ist ihnen auch ein großes Anliegen. Ja, und last but not least, links außen würde ich sagen, ohne das jetzt politisch zuordnen zu wollen, Herr Dr. Ulrich Siering. Er ist Soziologe und arbeitet am Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, besser bekannt unter dem Kurztitel IQWIG. Ich glaube, der Begriff ist eher bekannt. Und Sie sind sozusagen jemand, der sich mit Technikfolgenabschätzung beschäftigt, eben mit diesen HTA-Berichten auch zuständig ist. Und im Moment den Aufbau und die Koordination des Bereichs Demencheck Medizin koordinieren, indem es eben darum geht, eben auch Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung solcher HTA-Berichte eben auch einzubinden, beziehungsweise deren Interessen, also was soll da eigentlich auch berichtet werden, auch mit berücksichtigen. Auch darüber werden Sie uns berichten. Ja, damit steigen wir auch gleich ein und ich würde Herrn Dr. Siering auch gleich mal als erstes das Wort geben wollen, dass Sie uns berichten, was eben von Seiten des IQWIGs gemacht wird und wie eben Bürgerinnen und Bürger
und Patientinnen und Patienten in diese HTA-Berichte eben auch einbezogen werden. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Einführung. Und wie ja schon deutlich geworden ist, am Podium gibt es unterschiedliche Perspektiven, wie sich diesem Thema genähert wird. Und ich werde Ihnen tatsächlich jetzt praktisch berichten, wie wir versuchen, in dem Bereich Themencheck Medizin Bürgerinnen und Bürger, interessierte Einzelpersonen in die Themenfindung, Themenauswahl und die Berichterstellung zu bestimmten medizinischen Fragestellungen einzubinden. Das IQWiG selber hat ein relativ breites Aufgabenspektrum. Das reicht von Arzneimittelbewertungen über die Bewertung von nicht-medikamentösen Verfahren. Es werden evidenzbasierte, gut verständliche Gesundheitsinformationen erstellt. Und es gibt halt auch noch so einen kleinen Bereich, kleines Pflänzchen beim IQWiG, der sich dann Themencheck Medizin nimmt, wo auf Basis von Vorschlägen von Bürgerinnen und Bürgern Themen für HTA-Berichte, Health Technology Assessment oder Gesundheitstechnologiebewertungen umfassende sogenannte HTA-Berichte erstellt werden, die sich eine Technologie anschauen unter dem Aspekt des medizinischen Nutzens, aber auch der Kosten, und regelhaft werden dort auch rechtliche, soziale, ethische und organisatorische Aspekte einer Technologie bewertet. Bevor ich dann jetzt gleich in die Praxis gehe, nochmal ein Versuch, nochmal eine kleine Unterscheidung zu treffen, und die geht dann in die Richtung, was ist eigentlich Patienteneinbezug oder auch Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. Ich habe jetzt eine ganz einfache Unterscheidung gewählt, die dann entweder in den Bereich der direkten Patientenbeteiligung geht, wo halt tatsächlich konkrete Personen in bestimmte Prozesse mit eingebunden sind und die Möglichkeit haben, Erfahrungen mit einzubringen oder auch auf einer gewissen Ebene Entscheidungen zu treffen, und halt einer Patientenorientierung, wo es darum geht, sich an Interessen oder Bedürfnissen von Betroffenen oder auch von Bürgerinnen und Bürgern zu orientieren, aber in dem Sinne kein aktiver Einbezug der entsprechenden Person erfolgt. Der Themencheck Medizin hat, wie eigentlich alles, was im IQWiG gemacht hat, eine gesetzliche Grundlage. Die für den Themencheck Medizin liegt im Sozialgesetzbuch Nummer 5, im Paragraf 139b Absatz 5. Dort hat der Gesetzgeber dem IQWiG den Auftrag gegeben, dass versicherte und sonstige interessierte Einzelpersonen Themen für Bewertungen, also in diesem Fall HTA-Berichtungen, vorzuschlagen. Und die Aufgabe des Institutes besteht nun darin, dafür zu sorgen, dass diese Themen vorgeschlagen werden können, dass bestimmte Themen ausgewählt werden, die für die Versorgung von Patientinnen und Patienten von besonderer Bedeutung sind. Und er soll diese bearbeiten, das heißt entsprechende HTA-Berichte erstellen. Und auch wenn man sich nochmal in die Gesetzesbegründung reinschaut, ist es da tatsächlich das Ziel, ein bürgerorientiertes Verfahren am IQWiG zu Nutzenbewertungen und HTA-Berichten zu etablieren. Dazu haben wir eine Website geschaffen, die seit 1996, also seit mittlerweile etwas mehr als 3 Jahren online ist. Und auf dieser Website können interessierte Einzelpersonen nach einer E-Mail-Validierung Themen für HTA-Berichte vorschlagen. Das besteht darin, dass wir dann einfach 4 einfache Fragen stellen. Was ist das Thema allgemein? Wie sieht Ihre Fragestellung aus? Warum ist das Thema wichtig? Warum sollte es bearbeitet werden? Und noch ein Feld Sonstiges. Und letztlich ist es für uns aber gar nicht so wichtig, welche Themen, ob die Felder richtig ausgefüllt sind, ob in der Fragestellung tatsächlich eine bearbeitbare Fragestellung drinsteht oder das vielleicht in ein anderes Feld eingetragen wurde, sondern wir gucken uns an, was für Vorschläge wir erhalten, und prüfen dann erstmal, kann man auf dieser Basis eine Fragestellung formulieren, die im Rahmen eines HTA-Berichtes bearbeitbar ist. Und wenn wir, wenn das unklar ist oder wir nicht genau wissen, worauf das hinausgeht, dann rufen wir die Leute an und fragen nochmal nach und versuchen dann
basierend auf den Interessen des Vorschlagenden, der Vorschlagenden, ein Thema gemeinsam mit dem Vorschlagenden zu entwickeln, das auch im Rahmen eines wissenschaftlichen Berichtes bearbeitbar ist. Diese Themen erscheinen dann halt auch auf der Website des Themencheck Medizins, da kann man die halt auch einsehen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir einmal im Jahr Themen auswählen und dann ist die Frage, wie passiert das? Wie kann man jetzt Themen auswählen, die eben für Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung sind? Das machen wir in der Form, dass wir im Hause erst eine Themenaufbereitung erstellen. Das heißt, wir versuchen, diese Fragestellung so ein bisschen inhaltlich aufzubereiten. Was ist das für eine Erkrankung? Wie viele Leute sind betroffen? Wie ist die Krankheitslast? Wie sieht die Intervention aus, die untersucht werden soll? Was ist jetzt halt deren besondere Eigenschaft? Was ist vielleicht das besondere Potenzial? Gibt es schon andere Studien, die das untersucht haben? Wie sieht das aus mit den Kosten? Wie sieht das aus mit der Kostenerstattung im Gesundheitssystem? Und wir versuchen das dann auf einem Zweiseiter zusammenfassend darzustellen. Dann gibt es die nächste Auswahlstufe. Und in dieser Auswahlstufe kommt dem sogenannten Auswahlbeirat bei uns eine besondere Bedeutung zu. Was ist dieser Auswahlbeirat? Der besteht ungefähr so aus 16 Personen und ist jeweils hälftig durch Patientenvertreterinnen und Vertretern besetzt und zur anderen Hälfte durch Bürgerinnen und Bürgervertreter. Die Patientenvertreter in diesem Auswahlbeirat werden von den sogenannten maßgeblichen Patientenorganisationen entsendet. Dazu gibt es eine Verordnung des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, in dem festgelegt wurde, welche auf Bundesebene welche Patientenorganisationen befugt sind, im Rahmen der Patienten zu sprechen. Und dort wird festgehalten, es ist der Deutsche Behindertenrat, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen und Verbraucherzentrale Bundesverband. Das sind auf Bundesebene die maßgeblichen Organisationen und die entsenden dann entsprechend Vertreterinnen oder Vertreter in diesen Auswahlbeirat. Bürgerinnen und Bürgervertreter haben wir versucht zu rekrutieren und das hat auch funktioniert, es war auch relativ aufwendig, indem wir die Dienstleistungen eines Meinungsforschungsinstitutes in Anspruch genommen haben, die über die kompletten Telefonnummern Bestand in Deutschland verfügt und dort wurden Telefonnummern nach einem Zufallsprinzip ausgewählt, die Leute von dem Dienstleister angerufen und gefragt, ob sie Interesse haben, an diesem Auswahlbeirat teilzunehmen und da gab es dann eine relativ große Rückmeldung von Interessenten und aus diesen Interessenten haben wir dann ein bisschen basierend auf Nord-Süd, Ost-West, Geschlechterverteilung, Altersverteilung, haben wir diese Bürgerinnen, Vertreter und Vertreter ausgewählt. Dieser Auswahlbeirat trifft sich einmal im Jahr und diskutiert alle vorgeschlagenen Themen und legt dann in einem Konsensverfahren fest, welche aus der Gesamtsumme der vorgeschlagenen Themen, welche 15 Themen aus Sicht dieses Auswahlbeirates für die Erstellung eines HTA-Berichtes geeignet ist. Das sind, und in dieser Entscheidung ist dieser Auswahlbeirat eigenständig. Das heißt, wir unterstützen den nur in der Form, dass wir die Themenaufbereitung bereitstellen, dass wir die Sitzung organisieren und moderieren. Aber in der Festlegung dieser 15 Themenliste ist der Auswahlbeirat eigenständig, da mischt sich das IQWiG inhaltlich nicht ein. Und dann gibt es nochmal die zweite Auswahlstufe, wo diese Themen mit dem erweiterten Fachbeirat diskutiert werden, der sich zusammensetzt aus den Trägern des Institutes und der DKG, dem GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ein Vertreter vom Bundesministerium für Gesundheit. Das wird dort diskutiert und dann werden vom Institut jeweils 4 bis 6 Themen für HTA-Berichte ausgewählt. Dann steht das Thema fest, die Berichte werden durch externe Sachverständige erstellt und in der Berichterstellung erfolgt auch, nicht in dieser Tiefe, aber auch eine Beteiligung von Betroffenen bzw. eine Orientierung daran. Das heißt, unsere Expertengruppen, die HTA-Berichte erstellen, führen zu Projektstart Gesprächen mit Betroffenen. Da geht es dann darum, zu schauen, welche Endpunkte, also welche Ergebnisse
in Bezug auf das bestimmte Thema relevant sind, ob es bestimmte Subgruppen sind, gibt, die eine besondere Betrachtung benötigen, und die werden auch gefragt, inwieweit sie die Betroffenen relevante ethische, rechtliche, soziale oder organisatorische Aspekte zu dieser Bewertung der Technologie identifizieren können. Genau, diese patientenrelevanten Endpunkte, die, da gibt es im Grunde auch, das steht auch im Sozialgesetzbuch drin, dass die sind immer die Mortalität, die Morbidität und die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Das sind Endpunkte oder Ergebnisse, die für Patienten immer relevant sind, und diese betroffenen Gespräche dienen auch noch dazu, diese Liste zu spezifizieren oder dann halt auch inhaltlich zu ergänzen. Die Berichte durchlaufen immer ein öffentliches Stellungnahmeverfahren. Das heißt, wenn vorläufige Berichte vorliegen, können alle Leute, also alle Organisationen und alle Einzelpersonen, eine Stellungnahme abgeben, und diese Stellungnahmen und gegebenenfalls eine mündliche Erörterung wird auch immer dokumentiert und am Ende veröffentlicht. Und diese Berichte bestehen dann im Grunde aus zwei Teilen, aus einem umfassenden wissenschaftlichen HTA-Bericht. Und es gibt halt auch immer eine allgemeinverständliche Version, HTA-Kompakt heißt die, wo versucht wird, auf die Frage des Themenvorschlagenden eine allgemeinverständliche Antwort zu finden. Meine letzte Folie noch ganz kurz. Also eine direkte Themenbeteiligung haben wir vor allem auf der Ebene des Themenvorschlags und der Themenauswahl auf unterschiedlichen Ebenen, und da war unsere Erfahrung, dass insbesondere das einfache Eingabeformular und die Unterstützung von Themenvorschlagenden bei der Formulierung des HTA-Themas wichtig ist. Bei der Themenauswahl ist es wichtig halt auch, dass es eine inhaltliche Unterstützung des Auswahlbeirates gibt in Form dieser Themenaufbereitung, und dass auch eine finanzielle Unterstützung erfolgt, indem halt auch die Reisekosten und teilweise auch eine Aufwandsentschädigung für die Teilnehmer an der Präsenzveranstaltung gezahlt wird. Bei der Berichterstellung gibt es teilweise eine direkte Patientenbeteiligung über die Befragung von Betroffenen und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Und ansonsten versuchen wir uns da auch im Rahmen der Berichterstellung eben an Patienten, Betroffenen zu orientieren. Genau, und das letzte Bild ist nochmal ein Foto des Auswahlbeirates. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Siering, für diesen interessanten Einblick, wie eben solche HTA-Berichte auch erstellt werden, wie die Themen ausgewählt werden, aber wie es dann eben auch letztendlich zu den Berichten selbst kommt. Wir haben im Vorfeld sowohl die Reihenfolge vereinbart, auch vereinbart, dass zunächst einmal alle Präsentationen kommen und wir danach erst in die Diskussion einsteigen. Und deshalb würde ich als nächste Sprecherin Frau Dr. Wenker bitten, uns zu berichten, in welcher Form Bürgerinnen und Bürger oder Patienten auch in die Arbeit der Bundesärztekammer eingebunden werden oder der Landesärztekammer. Lieber Simon, werde ich erklären. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin ausgesprochen gerne nach Göttingen gekommen. Ich bin hier geboren, ich habe hier studiert, ich bin Alumna, der darf immer auch gegenüber die Approbationsurkunden mitverleihen. Und hier in die alte Mensa zu kommen, muss ich gestehen, das ist ja wirklich back to the roots. Also hier gab es ja mal das Blue Note, ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Aber das war ja wirklich so. Da haben wir tolle Zeiten. Ehe ich jetzt ins Schwärmen gekommen. Auch mit Blick auf die Zeit, das rennt ja alles weg. Deswegen gehe ich sofort in die nächste Folie, und das ist auch schon mein erster Gedanke. Also Sie haben mich vor eine ganz schwere Aufgabe gestellt, und deswegen kann ich Ihnen das wirklich nur punktuell vielleicht mit ein paar Gedanken, und wir kommen ja nachher in der Podiumsdiskussion auch noch zu weiteren vertiefenden Gedanken. Das stelle ich immer vorab, wer bin ich eigentlich? Sie haben mich ja nicht als Martina Wenke eingeladen, Sie haben mich eigentlich als Präsidentin der Ärztekammer eingeladen. Das erkläre ich gleich, was da unsere Aufgaben sind. Ich bin aber auch und zuvorderst Oberärztin im Helios-Klinikum in Hildesheim. Helios-Konzern kennt vielleicht der eine oder andere, ist ein großer privatisierter Krankenhauskonzern, der durchaus auch Interessen hat. Ich bin dort angestellte Ärztin. Ich habe eine ganze Reihe von Mitgliedschaften. Da bin ich sicherlich auch nicht als Privatperson drin, sondern gerade weil ich eben auch die Interessen der Ärzteschaft zu repräsentieren habe. Ich komme gleich nochmal auf die Idee, was bedeutet das mit Bürger? Ich bin ja auch Bürger, ich bin auch Versicherter, ich bin vielleicht auch mal Patient. Mir ist ganz wichtig bei den ganzen vielen Mitgliedschaften, die ich dort habe, ich bin auch, das ist der vorletzte Punkt, wirklich bekennendes Mitglied von Metzis. Ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, mein Essen zahle ich selbst.
ein Teil der amerikanischen Free-Lunch-Bewegung. Wenn ich auf Kongresse gehe, wünsche ich mir kein Sponsoring, für mich persönlich sowieso nicht, von der Pharmaindustrie oder von anderen. Ich möchte gerne persönlich das übernehmen. Ich möchte mir da meine ärztliche Unabhängigkeit bewahren, um dann aber zu sagen, warum brauche ich die? Als Kammerpräsidentin habe ich die Aufgaben der Ärztekammer Niedersachsen wahrzunehmen. Und seien Sie versichert, ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Ich habe schon durchaus auch wechselvolle Zeiten erlebt. Was darf eine Ärztekammer? Wir haben einen ganz klar zugewiesenen gesetzlichen Auftrag. Wir sind eine Selbstverwaltungskörperschaft. Wir sind unter staatlicher Rechtsaufsicht, allerdings nicht unter Fachaufsicht. Unter staatlicher Rechtsaufsicht und für uns bindend ist das Heilkammergesetz für die niedersächsischen Heilberufe. Da gucke ich jeden Tag rein, inzwischen kann ich es weitgehend auswendig. Ich habe Ihnen mal einen wesentlichen Teil, was dürfen wir als Kammern tun? Und immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, könnten Sie nicht mal das finanzieren oder da was machen, dann gucke ich ins Heilkammergesetz und sage immer, darf ich das oder nicht? Warum? Alle 41.000 Ärztinnen und Ärzte sind Zwangsmitglieder. Ich sage mal bewusst diesen Ausdruck, ich sage natürlich immer Pflichtmitglieder dieser Ärztekammer. Ärztekammer finanziert sich ausschließlich aus Pflichtbeiträgen der Mitglieder. Wir haben keine öffentlichen Gelder, keine staatlichen Zuwendungen. Und meine Pflichtmitglieder sind nicht alle nur begeistert davon, Pflichtmitglied in der Kammer zu sein. Das ist klar, weil erstens kostet es Geld und zweitens, das ist der letzte Punkt, wir müssen und wir haben die Aufgabe, Berufsaufsicht zu machen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, wenn Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf nicht so ausüben, wie sie es tun müssen, dann müssen wir als Ärztekammer hier durchaus auch sanktionieren. Das kann bis hin zur Entzug der Approbation gehen. Also, dass wir den Leuten sagen, ihr dürft nicht mehr ärztlich tätig sein. In so einer Organisation ist man natürlich nicht besonders gerne freiwillig Mitglied. Deswegen hat der Staat gesagt, das muss eine Zwangsmitgliedschaft sein, eine Pflichtmitgliedschaft. Jetzt nehmen wir mal den schönen Ausdruck. Das heißt, unsere Überwachung der ärztlichen Berufspflichten ist für mich prototypisch. Berufsordnung ist das Spiegelbild zu Patientenrechtegesetz. Also alles, was im Patientenrechtegesetz steht, was Patienten für Rechte haben, ist bei den ärztlichen Berufspflichten praktisch parallel formuliert. Wir haben aber auch gute Pflichten und Aufgaben und das Wichtigste, und das ist eigentlich so eine Wahrung der gemeinsamen beruflichen Belange mit im Einklang mit den Interessen der Allgemeinheit. Und da kommt jetzt die Patientenperspektive, die Bürgerperspektive. Also immer, wenn ich irgendein Thema öffentlich bediene, dann freue ich mich natürlich, wenn es um Patienteninteressen geht. Ich bin begeisterte Lungenfachärztin und hier das kurze Beispiel. Vor vielen Jahren hat unser damaliger Ministerpräsident Herr Wulff ein Nichtraucherschutzgesetz gebastelt, was für mich als Lungenärztin eher ein Raucherschutzgesetz war. Dann habe ich mich wütend am nächsten Tag in der Zeitung darüber geäußert, kam sofort am gleichen Tag ein Anruf aus der Staatskanzlei. Da durfte ich mich als Ärztekammerpräsidentin, nämlich Vertretung einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes, aber überhaupt nicht einmischen. Daraufhin habe ich gesagt, doch. Ich bin nämlich für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zuständig und wenn ich als Lungenarzt nicht sage, dass Rauchen schädlich ist, dann gebe ich meinen Beruf auf. Da war dann Ruhe mit der Staatskanzlei und dann kam ja auch ein deutlich besseres Gesetz, nicht nur, weil ich insistiert habe. So, also will damit Ihnen nur mit dieser Folie zeigen, wir haben einen sehr engen gesetzlichen Rahmen und es gibt immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das sehen wir anders. Das heißt, wenn ich gefragt werde, was sagen denn die Ärzte dazu, dann muss ich immer sagen, ja, was meinen denn so meine ganzen 41.000 Ärztinnen und Ärzte? Und seien Sie versichert, da gibt es auch durchaus verschiedene Ansichten. Also ich kann dann auch immer nur sagen, na so, Rauchen ist schädlich, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber es gibt Punkte, wo auch eben manchmal eine gewisse Uneinigkeit ist. Patienteninteressen, das sind jetzt nur noch drei Folien und ich glaube, die Gedanken müssen wir dann nachher, das sind jetzt nur noch drei kurze Inputs, die müssen wir nachher in der Diskussion machen. Vor vielen, vielen Jahren schon haben wir ein Zentrum für Qualität und Management der Ärztekammer Niedersachsen gegründet. Auch da bin ich vor einigen Jahren gefragt worden, durftet ihr das überhaupt? Durftet ihr überhaupt Pflichtbeiträge der Mitglieder für so etwas einsetzen? Ja, wir sind für die Gesundheitsversorgung der Menschen zuständig und das ist diese Perinatalerhebung, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, für mich ein Prototyp, wo vor vielen, vielen Jahren schon Gynäkologinnen und Gynäkologen gesagt haben, wir wollen wissen, was mit den frühreifen, ungeborenen, Neugeborenen, mit den Frühchen passiert. Und die haben aus eigener Kraft eine ganz tolle Perinatalerhebung ins Leben gerufen, haben die dann gesagt, Mensch, können wir das nicht an der Kammer anbauen? Und diese Perinatalerhebung hat eine ganz außerordentliche bundesweite Resonanz und inzwischen ist es ja auch in gesetzlichen Vorgaben eingegangen. Das heißt also, wenn wir sagen, wir setzen als Ärztinnen und Ärzte die Patientenperspektive auf, was wollen wir in der Patientenversorgung verbessern? Und wenn wir dafür Instrumente schaffen, dann sind wir auf diese Projekte sehr stolz. Aber hier werde ich natürlich auch immer gefragt, das machst du aus Kammerbeiträgen? Ja, weil ich davon
davon überzeugt bin, dass dieses der Patientenorientierung, dem Patienten wohl dient, das machen wir. Der nächste Punkt, was machen wir noch? Wir machen, sind verantwortlich für die Weiterbildung. Für die jungen Kolleginnen und Kollegen immer der, wunderbar, jetzt bin ich, habe ich Staatsexamen und dann mache ich eben Facharzt. Also wir Ärzte müssen ja ewig lernen. Und vom Medizinstudium über die Facharztanerkennung bis hin, bis wir in Rente gehen, müssen wir uns aus, weiter und lebenslang fortbilden. Und für die Weiterbildung, für die Ausbildung, Medizinstudium ist der Staat zuständig. Ab dann sind die Ärztinnen und Ärzte bei uns Mitglied. Und wir haben eben das Recht, unsere Weiterbildungsordnung selber zu schaffen. Sprich, wir können zum Beispiel regeln, wenn ein Lungenarzt, muss der jetzt 1000 Thorakoskopien können oder nur bei 50 zugeguckt haben, das dürfen wir selber regeln. Da sagt der Staat, das wissen wir auch nicht, das dürft ihr als Berufsgruppe selber regeln. Ich sage an diesem Punkt immer, Facharztstatus, Facharztstandard ist Patientenrecht. Wenn Sie zu einem Facharzt für Lungenheilkunde gehen, dann müssen Sie sicher sein können, wenn das draußen auf dem Schild draufsteht, dass drin auch ein Facharzt für Lungenheilkunde sitzt und Sie behandelt. Das ist Patientenrecht. Und man sieht es im Moment ja bei dieser Debatte um Schönheitschirurgie, das ist eben kein besonders definierter Begriff. Wenn Sie ein entsprechendes Problem haben, gehen Sie lieber zu einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Das ist eine anerkannte Bezeichnung. Das heißt, unsere Schilderordnung sind Patientenperspektive. Und allerletztes, wir haben seit vielen Jahren immer mal wieder zu bestimmten Themen Podcasts bei uns auf der Homepage stehen. Da lade ich Sie einfach auch mal ein, sich die mal anzugucken. Da bin ich neulich auch mal so angetextet worden, ja, warum macht ihr denn zu allen möglichen Themen Podcasts? Aus Pflichtbeiträgen der Mitglieder, das interessiert doch keinen. Doch, es interessiert zum Beispiel Hautschutz, aber richtig, also UV-Belastung. Es interessiert Grippeschutzimpfung, hat unsere Vizepräsidentin gemacht. Ich habe oben mit meinem Chef, ich habe ja auch einen Chef, was zum Thema Feinstaub- und Stickoxidbelastung und Atemwegserkrankungen gemacht. Wir haben was zur Patientenverfügung gemacht. Wir machen was zur Krankenhausplanung. Also das heißt, alle die Dinge, die wir tun, und Sie haben jetzt meine Abschlussbotschaft gemerkt, tun wir als Ärztekammer, als Vertretung der niedersächsischen Ärztinnen und Ärzte immer mit Blick drauf, was bedeutet denn das dann für die Gesundheitsversorgung? Und das wären so meine Inputs und ich denke mal, die weiteren Gedanken können wir vielleicht dann, ich könnte noch stundenlang drüber reden, wie Sie merken, aber ich höre jetzt mal auf und übergebe an Herrn Simon. Ja, vielen Dank. Das macht das jetzt lieber nicht, sonst mache ich es kaputt. Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick, was auch die Ärzteschaft selbst macht, um Patienteninteressen und Patientenwohl auch zu schützen. Das war ja sozusagen jetzt die Kernbotschaft sozusagen Ihrer Präsentation. Ja, und jetzt kommen wir, nachdem wir sozusagen von Experten beschrieben worden ist, wie Patienten in ihre Arbeit eingebunden werden, kommen wir tatsächlich auch zur Patienten- und Patientinnenvertreterin und erfahren von Ihnen, in welcher Weise Sie selbst sich sozusagen in diese Arbeit einbringen oder auch einbringen können. Gerne. Darf ich von hier aus? Ja. Weil hinterm Podium verschwinde ich immer so und dann springe ich immer von einer Seite zum anderen zum Mikro und das ist auch nicht so besonders erfreulich. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben auch falsch abgeschrieben, genau wie die anderen. Ich bin schon seit 2 Jahren Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe nur die Aufgabe, die Meinungen von 120 Selbsthilfeorganisationen, die bundesweit tätig sind, zu repräsentieren und das ist mindestens genauso schwierig wie das der 41.000 Ärzte. Denn da haben wir auch gerade in den letzten Wochen ja sehr heftig gekämpft, um die bestimmte Gesetzgebungsverfahren nach Möglichkeit noch zu beeinflussen. Als Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss lerne ich ja sozusagen, von der Pike auf, wie strukturell unser System ist. Dass die Sachen, die die Politik sich ausdenkt, in Gesetze gießt, möglicherweise dann im SGB 5 sich wiederfinden und der gemeinsame Bundesausschuss das in seinen Richtlinien dann festhalten muss. Und dass das ein harter Weg ist, können Sie sich vorstellen, denn die gemeinsame Selbstverwaltung, die ja der Träger des gemeinsamen Bundesausschusses ist, ist sich ja nicht immer ganz darüber einig, wer nun was haben möchte und wer nun was kriegen soll. Das heißt, die Finanzierung von Leistungen, was die Leistungserbringer dann machen sollen, ist nicht immer unumstritten. Aber wenn Sie mich fragen, wie repräsentiert man die Patientenpräferenzen oder die der Bürger in den Beratungsgremien der Gesundheitspolitik. Ja, entschuldige mal, wer berät denn die Gesundheitspolitik? Wenn die sich mal beraten lassen würden, wären wir ja glücklich, aber die tun es ja nicht. Ja, das Einzige, was wir manchmal schaffen, und das tun wir mittlerweile auch sehr erfolgreich, dass wir zu allem, was da abgesondert wird, unsere Stellungnahmen abgeben, die auch gelesen werden und manchmal sogar teilweise mit umgesetzt werden. Und das ist schon manchmal sehr hilfreich, also wenn es um die Gesetzgebungsverfahren, nicht um die 17 letzten vom Gesundheitsminister in diesem Jahr, aber es werden immer noch mehr kommen.
Und auch im Sozialwesen im Hinblick auf die Behindertenpolitik machen wir ja das Gleiche. Und da versuchen wir natürlich auch dann von unseren Mitgliedsverbänden immer die Meinungen zu erfragen, die durchaus sehr gegensätzlich sein können. Und auch im gemeinsamen Bundesausschuss haben wir die Situation, dass wir themenbezogene Patientenvertreter haben, die dann zu einer Indikation ihre Meinung sagen dürfen, wenn es um Medikamente oder Medizinprodukte geht oder auch um Methoden. Ich muss aber dann unter Umständen hinterhergehen und muss das Ganze so auf ein gemeinsames Level bringen, was manchmal auch dann die Schimpfe einbringt, du hast ja gar nicht unsere besonderen Wünsche berücksichtigt. Manchmal muss ich das leider sagen, kann ich es auch nicht, weil es einfach zu viele verschiedene Meinungen gibt, die da zu berücksichtigen sind. Aber die Beratungsgremien der Bundespolitik, das ist ja so eine Sache. Wie gesagt, wer berät die denn eigentlich? Die Gremien, die es gibt, sind vielfältig. Das IQWiG ist hier eins davon. Das macht ja in vorbildlicher Weise schon seit vielen Jahren die Beteiligung möglich, sowohl wenn es um Methoden gibt, als auch wenn es um die HTAs geht, wenn es um die Bewertung für die frühe Nutzenbewertung der Arzneimittel geht. Da ist die Patientenbeteiligung ja auch schon vorgesehen. Vorgesehen ist sie ja schon seit vielen Jahren, seit 2003 im SGB V, wo dann mal so die Sachverständigenratsmeinung umgesetzt wurde, dass Patienten und Bürger beteiligt werden sollten. Das war aber schon 2000. 2003 kam es dann ins Gesetz und es gab dann diesen Paragraphen 140f, nach dem wir dann beteiligt werden. Aber die Präferenzen, ob die wirklich da so vertreten werden, ist so die andere Sache, denn wir folgen ja meist zu dem Gesetzgebungsverfahren, wie im gemeinsamen Bundesausschuss. Wir müssen gucken, dass das, was im Gesetzgebungsverfahren dann an manchen Stellen erscheint, was dann im SGB V landet, was dann in den Richtlinien landet. Und an vielen Stellen wären wir gerne mehr beteiligt, aber wir schaffen das gar nicht mehr. Wir haben das Zauberlehrling-Syndrom. Wir haben mal gesagt, die Patientenvertreter, Patientenvertreterinnen sollen beteiligt werden. Im 140f steht es auch drin, in allen Gremien des Gesundheitswesens, auf Bund-, Landes- und Ortsebene. Aber wer soll es denn machen? Wir sind ja nur eine kleine Schar der Aufrechten, die an allen Stellen rumtobt, ehrenamtlich tätig ist ohne Ende und froh ist, wenn die Reisekosten bezahlt werden, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Wir haben jetzt, seit Neuestem wird es eine Regelung geben für die Patientenvertretung auf Landesebene. Das war bisher völlig unsystematisch. Und wir hoffen, dass wir jetzt durch diese Regelungen auch noch ein paar Interessierte hinter dem Ofen hervorlocken können, sich in den Gremien auf der Landesebene zu beteiligen. Zum Beispiel bei den KV'en oder bei den Landesärztekammern. Ich war jahrelang Mitglied in der Ethikkommission in Düsseldorf. Und das war ganz spannend, da Studien vorgelegt zu bekommen und dann vor allen Dingen die Patientenfragebogen dazu zu beurteilen, die dann vorgelegt werden von den Prüfinstituten. Das ist eine feine Sache, wenn man da die Patienten einbezieht und sagt, was haltet ihr eigentlich von diesem Krempel, den die da fragen? Können wir das damit anfangen? Wenn da ein neues Medikament kommt, was für die Palliativversorgung gedacht sein ist, und wenn sie dann einen 16 Seiten langen Fragebogen für den Patienten haben, dann fragt man sich auch nach dem Sinn der Sache, auch nach dem Sinn des Medikaments. Das sind so Stellen, wo man einbezogen werden kann, persönlich einbezogen werden kann, auch in die Berufungs- und Zulassungsausschüsse. Das ist unglaublich schwierig. Denn wir wissen ja alle, das haben wir im gemeinsamen Bundesausschuss auch gelernt, Betroffenheit allein ist ja keine Kompetenz, das ist ein Teil davon. Aber wir müssen ja alle versuchen, zumindest einigermaßen in eine Wissenslage zu versetzen, dass sie dem standhalten können, was ihnen da entgegengehalten wird unter Umständen. Und wir hatten tatsächlich wahnsinnige Schwierigkeiten bei der Einbeziehung in Berufungs- und Zulassungsausschüsse bei den KV'en. Da mussten dann die Patienten und Vertreter rausgehen, wenn die Entscheidungen gefällt wurden. Die durften vorher dabei sitzen, nicht alles anhören, durften ihren Senf dazugeben, aber bei der Entscheidung mussten sie rausgehen. Das wurde tatsächlich schlussendlich vom Gericht entschieden, dass sie dabei sein müssen, auch wenn die Entscheidung gefällt wird. Natürlich sind ja diese Sachen alle bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nach außen getragen werden, ja vertraulich. Aber das hat man keinem zugetraut, dass er wirklich den Mund halten kann, interessanterweise. Ob die anderen das immer tun, wissen wir gar nicht. Aber das wurde tatsächlich vom Gericht dann festgestellt, dass Patientenvertreter in Berufungs- und Zulassungsausschüssen bei den Entscheidungen dabei sein dürfen. Ist das nicht toll? Patientenbürgerbeteiligung ohne Ende, ohne Konsequenzen, aber mit Beteiligung und gerichtlicher Bestätigung, dass sie daran teilnehmen dürfen. Ich habe mich gefragt, wie repräsentiert man die Patienten- und Bürgerpräferenzen? Wieso denn man? Lasst sie doch selber. Lasst sie sich doch selber repräsentieren. Versucht den Menschen die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel in Bürgerinitiativen, auch in Selbsthilfegruppen, durch Informationsveranstaltungen, durch Schulungsveranstaltungen, die Erkenntnisse dahingehend so zu erweitern, dass sie ihre Bedürfnisse, ihre besonderen Präferenzen selber präsentieren kann. Ich muss mich nicht repräsentieren lassen, ich kann selber präsentieren. Ich habe es mittlerweile gelernt.
Viele andere möchten das vielleicht auch lernen, aber die bekommen die Möglichkeit leider nicht. Und das wäre mir so ein Anliegen, gerade auch jetzt, wenn wir die Beteiligung auf der Landesebene so verstärken wollen. Sei es in den Landesausschüssen, im Bereich der Qualitätssicherung und was weiß ich überall. Wenn Patientenbeteiligung gemacht werden soll, dann muss sie auch ermöglicht werden. Und in meinen Organisationen, in meinen 120, da sind mittlerweile die personellen, auch die finanziellen Ressourcen am Ende. Und selbst wenn wir auf der Bundesebene, jetzt auch auf der Landesebene, Schulungsveranstaltungen finanziert bekommen, ich muss ja erstmal Leute finden, die sich noch schulen lassen wollen. Denn so unglaublich erfolgreich war die Geschichte der letzten 15 Jahre auch nicht, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt alle da rein und nochmal alle müssen sich daran beteiligen, indikationsbezogen oder indikationsübergreifend, wie auch immer. Das heißt, an manchen Stellen muss man sich wirklich repräsentieren lassen für eine bestimmte Zeit. Aber man sollte vielleicht den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich so zu entwickeln, auch in Bürgerforen beispielsweise, dass sie sich selber repräsentieren können. Dass nicht ein extremes Wissensgefälle da ist, sodass sie von vornherein Angst haben, überhaupt ihre Meinung zu sagen. Ich habe vor Jahren mal, das war ganz spannend, da war beim Wirtschaftsministerium war eine Initiative ins Leben gerufen worden, Bürgerforen einzurichten, wo es um die Entwicklung die Krankenhäuser lassen sich nicht in die Diagies reinreden. Es ging einfach um die elektronischen Möglichkeiten. Da war das Thema Digitalisierung noch ganz weit weg und Telemedizin fing gerade so an. Aber es war noch relativ unbekannt, relativ wenig Möglichkeiten. Aber da gab es ein großes Bürgerforum mit vielen interessierten Menschen, die tatsächlich per Zufall ausgewählt worden waren in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen, die dann an Tischen saßen und die dann erstmal erfahren haben, welche Möglichkeiten es denn gibt, telemedizinisch zu arbeiten. In dem Fall ging es einfach darum, auch Werte zu übermitteln an ein Zentrum, was dann die Diagnostik überprüft hat oder die Herzschläge überprüft hat oder wie auch immer. Und es war ganz spannend, dass Leute, die mit dem Thema vorher nie was zu tun gehabt haben, sich plötzlich angefangen haben, dafür zu interessieren und dann zu sagen, ja, wenn ich weiß, dass meinem Angehörigen dadurch geholfen werden kann, dann bin ich natürlich dafür und dann interessiere ich mich auch dafür. Also man muss ja auch mal hergehen und die Leute mal für bestimmte Dinge interessieren. Dann lassen sie sich auch nicht nur repräsentieren, dann präsentieren sie auch selber. Und ich denke, das ist eine bestimmte Sache. Wir sind alle irgendwo Bürger und Versicherte und irgendwann auch mal Patienten. Und deswegen wäre es wirklich sinnvoll, nicht oben anzufangen, nicht nur bei einer Bundesorganisation anzufangen, sondern wirklich auch zu gucken, an welchen Stellen, auf Landesebene, auf Bundesebene natürlich sowieso, aber auch auf Ortsebene, können die Kammern und auch die KV dazu beitragen. Auch die Krankenhäuser können dazu beitragen. Es gibt ja mittlerweile auch das demenzfreundliche Krankenhaus. Also ja, wissen wir noch nicht ganz genau, was daraus wird. Aber es gibt das selbsthilfefreundliche Krankenhaus. All diese Dinge, das alles Ansätze gewesen sind, Menschen zu informieren, zu beraten und sich auch beraten zu lassen. Denn alles Wissen kommt vom lieben Gott oder sonst woher, aber bei den Patienten landet es dann meistens, wenn es ausgeübt wird. Aber an vielen Stellen ist es halt so, dass nicht jeder alles wissen kann, logischerweise. Und bei Patienten ist es natürlich besonders schwierig, denn bitte Patient und Patient, wir wissen alle, was es heißt. Aber wir haben in 90% aller Fälle dann eben auch kranke Menschen vor uns. Wenn wir im Krankenhaus sind, sowieso, aber auch in der Arztpraxis, an vielen Stellen wird immer erwartet, dass beteiligte Personen mitgebracht werden, also Angehörige oder Freund oder wie auch immer, damit die Interessen nicht ganz verloren gehen. Ich erlebe das selber immer, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir nach Hause kommen, haben wir gesagt, oh Gott, da war noch eine Sache, die haben wir jetzt wieder vergessen. Ja, Blick auf die Zeit. Ja, alles klar. Wir wollen ja auch noch diskutieren. Gut. Gerne. Können wir gerne. Ich könnte, genau wie Frau Denker, ich könnte auch stundenlang darüber reden. Wenn wir mehr Zeit hätten, wäre es natürlich auch sehr spannend, den Stunden lang zuzuhören. Aber ich glaube, ein wichtiger Gedanke war oder ein wichtiges Anliegen, wegzukommen von der reinen Repräsentanz hin zur Selbstermächtigung, auch genau Selbstbefähigung der einzelnen Gruppierungen des einzelnen Patienten, damit er seine Interessen selbst auch deutlich und artikulieren kann. Ja. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Statement von Frau Jongsma. Genau. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung hier zur heutigen Diskussion über Bürger- und Patientenbeteiligung in der Gesundheitspolitik. Ich freue mich auch sehr, wieder zurück zu sein in Göttingen. Wie Herr Simon schon gesagt hat, ich
habe hier 2 Jahren gearbeitet. Mein Deutsch ist also ein bisschen rusty, aber ich glaube, wir ziehen das zusammen durch. Als Ethikerin unterstütze ich die Idee mehr und noch wichtiger, bessere Beteiligung von Bürger und Patienten in Forschung, Versorgung und Politik einzusetzen. Aber ich glaube, dazu ist es wichtig, über die Probleme und die Grenzen des akademischen Diskurses und der Praxis kritisch zu reflektieren. In meinem Impulsvortrag werde ich versuchen, das konzeptuell noch etwas zu klären. Also was Bürgerbeteiligung heißt und was Patientenbeteiligung heißt. In den letzten 10 bis 20 Jahren vermehren sich die Diskussionen über Patienten- und Bürgerbeteiligungsverfahren in Forschung und Gesundheitswesen, die auch stets mehr Aufmerksamkeit erfahren. Und seit ungefähr so 2013 wird das angedeutet mit PPI, also Patient and Public Involvement, in gesundheitspolitischen Dokumenten und in akademischer Diskurs. Forschungsinstitute in Europa und Amerika verlangen, dass Forscher nachweisen, dass sie eine Beteiligung von Patienten oder Bürger anstreben und wie sie diese durchführen wollen. Beispiele sind die NHS in der Vereinigten Königreich, die stetig mehr PPI fordert zur Förderung von Anträgen, sowie in Europa, wo sich unter dem Schlagwort Responsible Research and Innovation PPI zu einem zentralen Bestandteil der Forschungs- und Innovationspolitik etablierte. Und zunehmend werden auch Patientenverbände und Citizen Panels in gesundheitspolitischen Entscheidungen hinzugezogen. Also das heißt, dass Patienten und Bürger zunehmend darüber mitentscheiden, ob und welche Art der Forschung gefördert wird und nehmen teil an gesundheitspolitischen Entscheidungen. Und während es offensichtlich ist, dass Bürger- und Patientenbeteiligung viele Vorteile hat, entsteht der Eindruck, dass dies auch häufig unkritisch gemacht wird. Im Sinne von Hauptsache Beteiligung, egal in welcher Form. Und dies ist problematisch, denn Beteiligung ist nicht automatisch gut. Nicht jede Form der Beteiligung ist angemessen oder repräsentativ und viele Beteiligungsformen stellen eine nicht unerhebliche Herausforderung oder Belastung oder sogar Überforderung dar. Mein Eindruck ist, dass der Großteil der Debatte über Patienten- und Bürgerbeteiligung sich konzentriert auf die Frage, wie man Patienten und Bürger in der Gesundheitswissenschaft einbindet und wie man die Effekte der Einbindung messen und deren Effektivität erhöhen kann. Der Frage, warum Patienten- und Bürgerbeteiligung überhaupt notwendig ist, kommt erstaunlich wenig Aufmerksamkeit zuteil. Obwohl Praktiken der Bürger- und Patientenbeteiligung sich an der Oberfläche ähneln, ihre unterliegende Rechtfertigung ist unterschiedlich. Also die Beteiligung von Patienten wird anders gerechtfertigt als die Beteiligung von Bürgern. Patienten bringen wichtige Erfahrung und Kenntnis für Forschung und Gesundheitspolitik. Bürger hingegen werden aus demokratietheoretischen Gründen einbezogen. So, erstmal zu die Patientenperspektive. Ein Grund für die Einbeziehung von Patienten hat zu tun mit ihrer Expertise in Bezug auf die Erfahrung einer Erkrankung. Sie verfügen über Wissen und Einsichten, die in andere also theoretische Bereiche des Forschungs- oder Gesundheitssystems fehlen und wichtige Hinweise für die erfolgreiche Gestaltung von Politik und Forschung liefern können. Also Patientenerfahrungen können Gesundheitspolitik und Forschung verbessern. Ein Beispiel ist die Forschung an Prostatkrebs am University College Hospital in London. Die Forscher haben dort die Hilfe von Patienten in Anspruch genommen, um die Lebensqualität von an Prostatkrebs Erkrankten besser zu verstehen und zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit Männern, die an Prostatkrebs erkrankt waren, haben die Forscher bestimmte Lebensqualitätsfaktoren im Zusammenhang mit Prostatkrebs
und dessen Behandlung identifiziert, die ansonsten möglicherweise übersehen worden wären. Obwohl die Forscher so theoretisch auf jeden Mann in der Bevölkerung zugreifen könnte, da Männer als potenzielle zukünftige Patienten dienen, entschieden sie sich dafür, Patienten mit Krankheit einzubinden, da Patienten aufgrund ihrer Erfahrungen besonders ausschlussreiche Kenntnisse und Erfahrungen mitbringen. Dies bedeutet auch, dass die Beteiligung hier auf ein spezifisches Erfahrungswissen abzielt und nicht jeder Patient oder zukünftiger Patient sinnvollerweise einbezogen werden kann oder soll. Gleichsam heißt das ebenfalls nicht, dass nur Patienten oder Leidtragende wichtige Einsichten teilen können und damit zum Fortschritt beitragen. Personen, die mit Patienten vertraut sind, können gegebenenfalls als Vertreter die Patientenperspektive repräsentieren und als Sprachrohr fungieren. Also zur Bürgerbeteiligung. Die Gründe für Einbeziehung von Bürgern haben häufig mit der Rechtfertigung und Legitimation von Entscheidungsprozessen zu tun. Die Auswahl von Bürgern basiert auf der Zugehörigkeit einer relevanten Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel einer Stadt, einem Stadtteil oder einer Region. Um so unparteiisch und unabhängig ethisch und gesellschaftlich robuste politische Entscheidungen zu treffen. Die Idee gleicht sich einer Jury oder einem Schöffengericht in der Rechtsprechung. Die Personen, die als Bürger beteiligt sind, kommen im Idealfall aus verschiedenen sozialen Milieus und gehen unvoreingenommen und mit der Bereitschaft, konfligierende Meinungen zu berücksichtigen, in das Verfahren. Bürgerbeteiligung spielt deswegen eher eine sehr kleine Rolle in klinischen Situationen und kann sinnvoller im Kontext politischer Entscheidungsprozesse angewendet werden, wo es beispielsweise um die Verteilung knapper Ressourcen geht. Ein anderer Anwendungsfall ist das Gesundheitswesen, wo zwischen konkurrierenden Werten und Interessen entschieden werden muss. Eine Einbeziehung von Bürgern hier ruht auf Theorien der deliberativen Demokratie, die besagen, dass individuelle Wünsche und Interessen gleiche Gewicht zukommen muss und deshalb in der Politikgestaltung und Umsetzung berücksichtigt werden soll. Ein Beispiel wäre der Bürgerrat der National Institute for Health and Clinical Excellence. Der Rat setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen, die eingestellt werden, um die demografische Zusammensetzung von England und Wales wiederzuspiegeln. Die Ratsmitglieder sitzen in gestaffelten 3 Jahressitzungen und treffen sich 2-mal im Jahr, jeweils 3 Tage lang, um verschiedene Fragen zu diskutieren, zu denen the National Institute of Clinical Excellence um Rat ersucht. In den Jahren seit seiner Gründung hat sich der Rat unter anderem mit gesundheitlichen Ungleichheiten auseinandergesetzt. Und in den Worten der frühere National Institute of Clinical Excellence Vorsitzende Michael Rawlins beabsichtigt der Rat, to reflect the attitudes of the general public rather than those with professional knowledge and the experience of healthcare and the NHS. Das ist jetzt die letzte Folie. Also die Gründe für die Einbeziehung der Patienten und Bürger und die Frage, wer sie am besten vertreten kann, beeinflussen in entscheidender Weise, welche Beteiligung erforderlich ist und wie diese gestaltet werden sollte. Erst wenn Antworten auf die Ursprungsfrage gegeben wurden, können Forscher und Förderer eine Einbindung realisieren, die angemessen, sinnvoll und repräsentativ ist, anstatt einer Beteiligung zum Selbstzweck nachzugehen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch für diese kritischen Anfragen. Greift ja auf das, was ich auch am Anfang so einleitend gesagt habe, dass wir nicht nur über das Wie sprechen, sondern eben auch über das Warum. Und dieses Warum würde ich gerne auch sozusagen an die Vorredner kurz mal weitergeben. Herr Dr. Siering, Sie hatten ja dargestellt, dass Sie ja sozusagen, in welcher Form Sie Bürger und Patientinnen einbeziehen und haben eigentlich als Begründung auf die Rechtsgrundlage verwiesen. Was würden Sie über die Rechtsgrundlage hinaus sozusagen als Grund sehen, Bürgerinnen und Bürger bzw. Patienten und Patienten in die Erstellung solcher HTA-Berichte einzubinden? Ja, vielleicht einmal. Es muss leuchten. Ja, also es gibt ja Beteiligungen beim Themencheck auf unterschiedlichen Ebenen. Also die, einmal geht es, und das ist der gesetzliche Auftrag, zu sagen, interessierte Einzelpersonen sollen Themen vorschlagen können. Also kann jede Einzelperson Themen vorschlagen. Wir sollen patientenrelevante oder Themen auswählen. Und da ist halt irgendwie der Punkt, wo der Auswahlbarkeit kommt und wo wir dann sagen, okay, um jetzt halt wirklich relevante Themen auswählen zu können, möchten wir die Perspektive der Patienten in diesem Fall in der organisierten Form berücksichtigen, und wir brauchen aber noch auch etwas, was quasi diese Bürgerinnen-Bürgerperspektive abbildet. Deswegen setzt sich der Auswahlbeirat mit Patientenvertretern und Bürgerinnenvertreter zusammen, und wir können dann im Bereich der Berichterstellung, da geht es dann uns eher darum, die konkreten Erfahrungen oder kennenzulernen und Einschätzungen von Betroffenen. Und deswegen erfolgt dann an dieser Stelle eine Befragung von Leuten, die Erfahrungen mit dieser Erkrankung oder mit der Technologie tatsächlich haben, sodass da schon dieser Versuch ist, dass das halt auch ein bisschen zu differenzieren und auch entsprechend abzubilden, um den gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden und auch um entsprechende Input für die Berichte generieren zu können. Ja, vielen Dank. Vielleicht, Frau Dr. Wenker, vielleicht möchte ich bei Ihnen auch die Frage noch mal ein bisschen spezifizieren. Sie haben ja sehr viel berichtet, was die Ärztekammern machen, um auch die Patienteninteressen, das Patientenwohl sozusagen auch hochzuhalten. Was mich so ein bisschen noch mal interessieren würde, inwiefern beziehen Sie da bei diesen Überlegungen auch die Patienten und Patientinnen direkt auch ein? Also ist es sozusagen jetzt eine paternalistische Haltung seitens der Ärztekammer? Wir meinen, dass das Wohl zum Beispiel, der Raucher muss geschützt werden, darum ist es gut, ein Verbot des Rauchens zu haben. Wie weit beziehen Sie bei solchen Überlegungen auch die Patienten selbst ein? Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Worte sagen. Ja gut, ich habe ja neulich mal sehr vehement ein Werbeverbot für E-Zigaretten gefordert. Da habe ich nicht nur Zustimmung von Patienten gekriegt. Es gibt auch Patienten, die gerne weiter rauchen. Das ist in Ordnung, aber ich glaube, an der Stelle bin ich erstmal schlicht und ergreifend Ärztin und sage das, was einfach so. Wir haben 11 Bezirksstellen, und da möchte ich einfach auch nur immer alle Patientinnen und Patienten ermuntern. Hier in Göttingen haben wir auch eine. Und wir sind nicht KV, das ist mir nochmal ganz wichtig. Wir sind nicht Kassenärztliche Vereinigung, nicht Zulassungsausschuss, nicht Berufungsausschuss. Wir sind als Ärztekammer ja für alle Ärztinnen und Ärzte da. Wir haben hier eine Bezirksstelle. Und wir haben hier ganz ausdrücklich ein eigenes Sachgebiet, die sich um Patientenbeschwerden kümmert. Also wenn Patienten den Eindruck haben, dass in einer Patient-Arzt-Behandlung irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann mögen sie sich bitte wirklich an die Ärztekammer wenden. Da haben wir extra Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und nur wir geben das dann über die Bezirksstellen in die Landesstelle. Nur so können wir ja unsere Berufsordnung dann als Spiegelbild auch immer wieder anpassen. Wir haben als zweites in unserer Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen seit vielen Jahren freiwilligen Patienten. Vertreter mit drin, den wir ja auch suchen mussten, aber wir haben einen ganz tollen Menschen gefunden, wo wir sagen, ich ermuntere alle, die den Eindruck haben, ich bin falsch behandelt worden, geht an die Schlichtungsstelle. Dafür haben wir diese Stellen aufgebaut, und ich möchte eigentlich geradezu Patienten ermuntern, wenn sie den Eindruck haben, dass irgendetwas in der Patientenbehandlung nicht gut gelaufen war, sich an uns zu wenden. Dass ich aber im Umkehrschluss, wenn nehmen wir das Beispiel Rauchen, als Lungenfachärztin zutiefst überzeugt bin, weil ich jeden Tag in der Klinik hunderte von jungen Menschen sehe, die an Lungenkrebs sterben, dass ich dann sage, Rauchen ist verkehrt. Das behalte ich mir vor, auch wenn Patienten gerne rauchen. Da würde ich mal sagen, da ist dann mal so mein Rollenwechsel. Ja, vielen Dank.
Ja, Frau Loskill, vielleicht nochmal auch zu Ihnen die Frage von Frau Jongsma, ja, warum denn eigentlich die Beteiligung auch von Patientinnen und Patienten? Mag jetzt zunächst einmal sozusagen als eine Fragestellung dessen klingen, was Sie machen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Frau Jongsma eigentlich vieles aufgreift, was Sie auch gesagt haben, nämlich dass es eben nicht darum geht, einfach nur irgendwie Bürgerinnen und Bürger oder Patienten zu beteiligen, um irgendwie dann, sagen wir mal, so eine Art moralisches Feigenblatt für bestimmte Entscheidungen zu haben, sondern dass man einfach wirklich inhaltlich gucken muss, wofür und zu welchem Ziel dient die Beteiligung auch. Ne? Und Sie hatten ja schon auch gesagt, dass Stelle von Repräsentanz, vielleicht eben diese Selbstermächtigung auch, ne? Dass wirklich die Interessen von Patientinnen und Patienten, von den Patientinnen und Patienten selbst auch vertreten werden können. Können Sie dazu auch noch was sagen? Ja, es ist ja klar, warum Beteiligung, warum wird überhaupt an vielen Stellen Beteiligung gewünscht und so gesagt, teilweise ja sogar für die Forschung, wie Frau Jongsma mal gesagt hat, gefordert. Ganz offensichtlich sind sich diejenigen nicht so ganz im Klaren, ob das, was sie tun, auch alles richtig ist. Ja, vielleicht möchten sie wirklich auch das als Feigenblatt haben, zu sagen, ja, wir haben ja gefragt, die haben ja nichts anderes gesagt. Ja, und dann kann man sich gut hinstellen, ja, wir machen alles richtig. Nein, es ist ganz wichtig, natürlich wissen wir auch, dass Betroffenheit oder Erkrankung alleine nicht ausreicht. Natürlich wissen wir auch, dass es viele Ärzte gibt, die es gar nicht gerne haben, wenn Patientinnen und Patienten, die schon ein langes Krankheitswissen haben, mit ihrem Wissen kommen und dann sagen, mal, was du mir da erzählen willst, ist Quatsch. Ich habe gelesen, das und das ist aber mittlerweile ganz anders. Und das ist natürlich schwierig, für viele Ärzte ist es schwierig anzuerkennen, dass Patienten unter Umständen eine eigene Kompetenz haben aus ihrer langjährigen Krankheit. Also wenn ich 30 Jahre eine Krankheit habe, dann behaupte ich, habe ich mich lang genug damit beschäftigt, dass ich einige Dinge vielleicht anders sehe, als ein junger Arzt, der jetzt vielleicht gerade mal das zweite Jahr im Krankenhaus ist oder so, der die Krankheit überhaupt nicht kennen kann. Denn es gibt ja auch noch seltene Krankheiten. Und da ist das Wissen ja sowieso noch nicht so verbreitet. Nein, an vielen Stellen ist es wirklich nötig und es ist auch zweckmäßig zu gucken, aus dem eigenen akademischen Kämmerchen zu gucken und sagen, wie kann ich zum Beispiel die Lebensqualität von Patienten bewerten, wenn mir die nicht erzählen, wie es ist, mit einer bestimmten Krankheit zu leben oder auch mit den Folgen von Operationen oder mit den Folgen von Fehlbehandlungen, wie auch immer. Mit allen, wenn da nicht berichtet wird, wenn da nicht drüber gesprochen wird, kann man es nicht wissen. Und nur, wenn ich da nur zu Hause sitze, auch die bösen Ärzte haben mir wieder nicht zugehört. Nee, geht nicht, muss ich hingehen, muss ich sagen, so und so ist die Sache. Und das ist das mit der Beteiligung. Und es ist ja auch so, das Thema Partizipation haben wir nun schon seit zig Jahren in vielen, vielen, vielen Projekten gepredigt. Und auch in der Weiterbildung und in der ärztlichen Weiterbildung und auch in pflegerischen Weiterbildung wird das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation immer wieder gepredigt, aber an vielen Stellen wird es nicht realisiert, weil man vielleicht nicht daran glaubt, dass man Patienten und Bürger so weit beteiligen kann, dass sie mithalten können. Aber man sollte es zumindest versuchen. Ja, vielen Dank. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Deshalb würde ich das Plenum sozusagen auch dahingehend eröffnen, dass Sie Fragen an die Podiumsteilnehmer stellen können. Und ich sehe hinten schon in der Mitte eine Frage. Können Sie vielleicht aufstehen, dann ist es... Eine kleine Anmerkung für Frau Jongsma. Ich möchte eigentlich... Es funktioniert schon. Ich möchte eigentlich einfach darauf hinweisen, dass diese Patientenbeteiligung zumindest im englischen Kontext je größer als Aushängeschild drangehängt wurde, je mehr die Neoliberalisierung zugenommen hat. Das heißt, es hat da eigentlich eine komplette inhaltliche Transformation stattgefunden, wo frühere Formen der tatsächlichen demokratischen Beteiligung, und da muss man auch mal von Macht reden, das wird nicht gemacht, wo diese Form von Macht durch Bürgerräte zum Beispiel, die wurde eingeebnet und nun kommen diese Patientenbeteiligungen, wo man denen einen Twitter-Account gibt zum Teil und dann gibt es halt ein bisschen Shitstorm-Demokratie. Und das ist aber einfach nicht dasselbe und ich finde, dass man da auch gerade in der wissenschaftlichen Diskussion und auch politikwissenschaftlichen Diskussion ein bisschen mehr diese alten Kategorien anbringen sollte. Und das sollte sich dann auch in der Medizinethik widerspiegeln.
Okay, das war ja eine Anmerkung. Frau Jongsmann, wollen Sie darauf? Ja, es ist nicht wirklich eine Frage, glaube ich. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich habe auch in England geforscht und ich sehe auch schon so seriöse Beteiligung von Patienten dort. Es ist nicht, dass alles, was sie da machen, nur so ein Feigeblatt ist. Aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen zu dem Kommentar. Das, ja, okay. Ja, weitere Fragen, bitte. Ja, vielen Dank. Also dazu fällt mir ein, dass die Patientenorganisationen, glaube ich, einen sehr hohen Aufwand betrieben haben, um auch unabhängig zu sein, also einen Kodex aufgestellt haben, nicht von der Industrie beeinflusst zu werden. Jetzt frage ich einfach mal provokant, wie sieht es aus mit einem Patientenwahlrecht? Also wir haben ja eine Demokratie, die schon den Anspruch erhebt, ob zu Recht oder nicht, relativ ausgewogene Gesundheitsentscheidungen zu treffen auf einer demokratischen Ebene. Wie sieht das aus mit einer Wahlstimmenberechtigung beispielsweise im gemeinsamen Bundesausschuss der Patientenvertretung? Ja. Das ist ein seit Jahren umstrittenes Thema, die Stimmberechtigung im gemeinsamen Bundesausschuss. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe am Anfang, haben viele von uns dafür gestimmt, wir müssen unbedingt Stimmrecht haben. Wir müssen, was völliger Quatsch ist, wir sitzen in einem Gremium, was, wenn die uns nicht haben wollen, dann überstimmen die uns immer. Ja? Also wenn wir im Plenum sitzen und wir haben einen Antrag gestellt, das Ding ist tatsächlich bis ins Plenum gekommen, dann wird gefragt, wer stimmt dafür, und dann sagen mindestens ein Drittel der Anwesenden sagen dann nein, der Teilnehmenden, entweder von der Kassenseite oder von der Ärzteseite. Und dann ist gut, dann ist der Antrag abgelehnt oder auch die zwischendurch gefassten Entscheidungen sind abgelehnt. Und wenn wir eine Stimme hätten, ja, wo wäre die denn untergebracht? Ja, dann könnten wir höchstens bei irgendjemandem uns mal die Stimme andocken und dann sagen, ja, wir stimmen jetzt da mit, weil wir das für richtiger halten. Das würden wir auch tun, aber wir werden ja nur noch um unsere Meinung zumindest gebeten und die wird auch dokumentiert. Also Stimmrecht wäre völliger nicht so wichtig. Vor allen Dingen, wenn es um Medikamente geht oder um Methoden geht oder um Medizinprodukte geht. Stellen Sie sich doch mal einen Patienten vor mit einer relativ seltenen Erkrankung, der jetzt in einer Arbeitsgruppe sitzt, wo über die Nutzenbewertung gesprochen werden soll, wo der Zusatznutzen bewertet werden soll, dann ist dieser arme Mensch da, vielleicht sind es sogar zwei von einem Krankheitsbild, und soll jetzt dazu seine Meinung abgeben, ohne genau vorher zu wissen, worum es geht. Was glauben Sie, wenn der Stimmrecht hätte, von wem der alles beeinflusst werden wollen würde? Die würden über den herfallen. Wir haben es am Anfang erlebt, als wir im gemeinsamen Bundesausschuss waren, dass uns Bücher zugeschickt wurden, Informationsmaterial bergeweise zugeschickt wurden, weil alle meinten, jetzt könnten wir über die Patientenvertretung da unsere Interessen wahrnehmen lassen. Nein, können wir nicht. Das Einzige, was wir gerne haben wollen und was wir wahrscheinlich auch bekommen werden, ist das Stimmrecht in Verfahrensfragen. Und zwar in Verfahrensfragen des gemeinsamen Bundesausschusses. Da geht es zum Beispiel um die Sachen, um Tagesordnungen. Da geht es um Fristen, die einzuhalten sind, um eine Regelung endlich auf die Welt zu bringen und nicht nur monatelang irgendwo verkümmern zu lassen, wenn sich andere nicht einigen können. Um diese Verfahrensfragen, da möchten wir gerne mitreden, denn dann wären wir nicht nur eine von 15 Stimmen, sondern dann hätten wir möglicherweise auch mal ein Stimmrecht, was auch wirklich nutzbringend angewendet werden könnte, und zwar für alle anderen mit. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Daniel Friedrich in der letzten Reihe, sehe ich. An allen Seiten, ja, danke. Ich würde gerne was ausprobieren. Frau Jomska, Sie haben sich ja kritisch geäußert dazu, inwiefern das genau was bringt und dass man da genauer hinschauen muss. Ich würde auch sagen, man kann da genauer hinschauen, würde jetzt mit Ihnen sozusagen das Live-Experiment wagen. Herr Severin hat ja präsentiert, wie das IQWiG versucht hat, den gesetzlichen Auftrag von Patienten-Involvement einzubringen, indem man sagt,
bringt doch einfach die Vorschläge, wo sollen wir eigentlich mal ein HTA machen oder wie sollte das eigentlich aussehen. Wenn Sie das jetzt so hören und Sie haben jetzt nicht direkt zum IQWiG geforscht, sondern zum NICE und da gibt es ja zumindest Ähnlichkeiten. Wenn Sie das gehört haben, wo würden Sie sagen, hier müssten wir jetzt genauer hinschauen, hier müssten wir vorsichtig sein, vielleicht so ein, zwei Punkte, wie das vielleicht als positiv zu bewerten wäre, ein, zwei Punkte, wo Sie sagen würden, aus meiner Forschungserfahrung, hier wäre ich vorsichtig zumindest. Ja, danke für die Frage. Also ich denke, vielleicht hat mein Vortrag ein bisschen kritischer angehört als meine eigene Grundhaltung. Ich finde es eigentlich gut, dass es mehr passiert, aber was mir ein bisschen irritiert, ist, dass in der Literatur das immer wie Patient and Public Involvement genannt wird. Ich glaube nicht, dass das es gibt. Es gibt Patient Involvement und Public Involvement. Und ich glaube, es macht Sinn, das zu trennen. Und genau dann in Health Technology Assessment kann man sagen, wenn es geht um Bürgerbeteiligung, kann man entscheiden, ob eine neue Technologie entwickelt werden soll. Also um die Legitimität von ob da was bringt und ob das die Social Values und ein Social Good ist sozusagen. Ich denke, wenn man Patienten beteiligt, das geht auch in Health Technology Assessment, dann geht es um, passt diese Technologie zu den Bedürfnissen von Patienten? Ne? Ich meine, mit neuen Technologien, klar, haben Patienten noch keine Erfahrung mit dieser Technologie, das hat noch keiner, aber die Erfahrung mit der Erkrankung kann dann sinnvoll sein, um die Technologie besser anschließen zu lassen bei den Erfahrungen und Bedürfnissen von Patienten. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Sie schauen mich noch so ein bisschen an, wie... Wenn ich doch antworten darf, oder nochmal gegenfragen darf, Alfred, wie ist die Ganz Zeit? Ganz kurz. Ganz kurz. Beim IQWiG geht es vorher, es ist ja noch vor dem HTA, da geht es ja darum, machen wir überhaupt einen. Würden Sie sagen, diese Abfrage ist in Ordnung? Ich verstehe die Frage nicht, glaube ich. Die Abfrage, dort geht es ja per Homepage, ich kann das einreichen. Hm. Und so, dann steht da drauf, ja, das ist Public Involvement, weil ja die Public eine Rückmeldung geben konnte über Homepage. Ist das in Ordnung? Wer macht das nochmal? Sind das die Bürger? Ja. Ja, ja. Das finde ich okay, ja. Okay, danke. Mehr beim Wie gesagt, Kaffee. Ich bin positiver als vielleicht mein okay. Vortrag. Da würde ich auch vielleicht Herrn Dr. Siering noch mal eine Frage stellen. Wie machen Sie das eigentlich bekannt? Also welcher Bürger weiß das eigentlich, dass diese Möglichkeit besteht? Weil ich frage jetzt mal ganz in den Raum rein, seien Sie mal ganz ehrlich, wer von Ihnen wusste bis zu der heutigen Podiumsdiskussion noch nicht, dass es das gab? Okay. Naja, also dann kann ich gleich, da Sie das jetzt wissen, es lohnt sich auf jeden Fall mal auf der Website vorbeizuschauen und vielleicht so, oder meistens ist es in einer persönlichen Kommunikation, wenn ich sage, was ich mache, dann sind die Leute erstmal erstaunt und sagen, ach ja, das gibt es und wenn die Leute dann halt ein bisschen überlegen und dann fällt den meisten Leuten tatsächlich ein, ja, was ich eigentlich immer schon mal wissen wollte, ist halt Folgendes. Also in dem Sinne die Ermutigung, wenn es ein Thema gibt, das auch auf der Webseite vorzuschlagen. Wie machen wir das bekannt? Also wir sind ja auch ein bisschen in der Bredouille in dieser ganzen Geschichte. Das heißt, wir können pro Jahr 5 Berichte finanzieren. Mehr Geld haben wir nicht. Und deswegen müssen wir immer so ein bisschen die Waage halten, wenn wir zu viele Themenvorschläge bekommen, dann wird es auf der einen Seite halt irgendwie schwierig, diesen ganzen Auswahlprozess zu begleiten und zum anderen steigt halt auch, wenn 1000 Themen vorgeschlagen werden und dann die Chance bei 5 zu 1000 liegt, dass das Thema ausgewählt wird, ist es halt auch nicht sinnvoll. Wir versuchen auf verschiedenen Ebenen das halt irgendwie bekannt zu machen, zum einen über die Website, zum anderen gibt es Pressemitteilungen, des IQWiG selber.
die aber natürlich halt auch im Grunde immer nur das Publikum erreichen, die, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie das EQUIC schon kennen. Wir waren in der Vergangenheit häufiger auf wissenschaftlichen Kongressen und auch auf Kongressen, wo halt eine stärkere Patientenbeteiligung gab und waren dort beispielsweise mit Ständen präsent, um darüber zu informieren. Aber was eigentlich, wir brauchen ja auch ein Publikum, das Themen vorschlägt, muss halt irgendwie sich bewusst sein, dass es nicht so ist, dass ich eine Fragestellung habe und dann sofort die Antwort bekomme, sondern das ist ein relativ langer Prozess, weil der ganze Auswahlprozess dann noch davor steht und der Bericht, die Berichterstellung, sodass halt auch eine gewisse Geduld gibt, so dass wir versuchen dann halt auch mit Unterstützung der Patientenvertretung, also beim GBA, versuchen dann halt über Verteiler und ähnliche Patienten in Selbsthilfe tatsächlich zu erreichen, weil da der Gedanke ist, dort gibt es Leute, die dann auch ein bisschen ein übergreifendes Interesse an der Klärung bestimmter Fragestellungen haben. Und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich am ehesten auch erfolgreich erwiesen in der Generierung von Themenvorschlägen. Ja, vielen herzlichen Dank. Mit Blick auf die Zeit müssen wir leider diese Runde beenden. Ich hatte das Gefühl, dass es auch so richtig spannend werden würde, aber vielleicht ist es ja auch so, dass er, wenn es am schönsten ist, auch aufhören muss. Von daher ganz herzlichen Dank an Sie hier im Podium, aber auch bei Ihnen fürs Mitdiskutieren und fürs Fragestellen und auch für die ehrliche Antwort auf meine Frage. Und bitte laufen Sie noch nicht weg, weil wir haben noch ein, zwei Programmpunkte, nämlich zum einen haben wir die Verleihung des Nachwuchspreises für den besten Vortrag. Und dann wollen wir ja auch noch das Thema und den Ort der nächsten Jahrestagung vorstellen. Aber bevor wir das machen, noch mal ein ganz herzliches Dankeschön und Applaus für unser Podium. Applaus